Wenn ihr glaubt, dass YouTuber wie MrBeast, der Tausende von Dollar spendet, einer der reichsten Menschen der Welt ist, dann irrt ihr euch gewaltig. Berühmte YouTuber und Prominente wie Beyoncé oder Unternehmer wie Elon Musk, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos mögen zwar reich sein, aber keiner von ihnen kann es mit den Rothschilds aufnehmen. Die Rothschilds, auch bekannt als die reichste Familie der Welt, sind eine wohlhabende, aschketanische jüdische Familie, die ihren Ursprung in Frankfurt hat. Die Familie, der man nachsagt, 80% des weltweiten Reichtums zu besitzen, war nicht immer so reich. Damals beherrschten die Katholiken Europa und die Juden galten als Unmenschen. Sie lebten in Slums und mussten sich an die Regeln halten, die die Christen für sie aufgestellt hatten. Der Erfolg der Rothschilds begann ebenfalls im jüdischen Slums in Deutschland, als Amschel Moses Rothschild im Jahre 1944 Meyer Amschel Rothschild zur Welt brachte. Meyer war erst 12 Jahre alt, als seine Eltern starben. Somit war er alleine auf sich gestellt. Im Alter von nur 12 Jahren wurde Meyer Lehrling in einem Bankhaus und übernahm das Geschäft seines Vaters, nämlich den Handel mit seltenen Münzen. Dieses Geschäft brachte ihm die Gunst eines äußerst wohlhabenden hessischen Prinzen ein, Wilhelm IX. Als Wilhelm IX 1769 an die Macht kam, betreute er Meyer Amschel mit der Verwaltung des Reichtums seines Königreichs. Meyer sah dies als eine Gelegenheit zum Wohlstand. Mit dem Reichtum, den er in dieser Position anhäufte, begann Amschel Kredite an die Königshäuser zu vergeben, die Geld brauchten, um die Politik der damaligen Zeit zu verwirklichen. Und so fing es an. Meyer begann seine Reise zur Gründung der Rothschild Bankendynastie. Während Meyer sich um die Bank in Frankfurt kümmerte, gingen seine 5 Söhne in verschiedene Teile der Welt, wo sie Handel trieben und weitere Banken gründeten. An diesem Punkt wird deutlich, dass es den Rothschilds nur darum ging, mehr Geld zu verdienen. Die Familie verstand schnell, dass sie aus den Kriegen ein großes Vermögen machen konnte. Rothschild vergab während der amerikanischen und französischen Revolution Kredite. Später aber, während der Napoleonischen Kriege, profitierte Rothschild von beiden Seiten. Jakob Rothschild finanzierte Napoleon in Paris und sein Bruder Nathan Rothschild finanzierte Wellington in Großbritannien. Rothschilds Geldhunger war damit noch nicht zu Ende. Die Brüder hatten einen Masterplan, um mehr Reichtum zu erwerben. Während der Krieg im vollen Gange war, begann Nathan mit dem Verkauf seiner britischen Anleihen, um den Druck zu erwecken, dass die Franzosen den Krieg gewinnen würden. Andere Geschäftsleute folgten Nathans Beispiel und verkauften ihre Anleihen. Der Wert der britischen Anleihe sank und Nathan kaufte sie in großen Mengen wieder auf. Andererseits verlor Napoleon den Krieg, weil Jakob Rothschild die Finanzierung der Franzosen reduziert hatte. Der Preis der britischen Anleihen stieg in die Höhe und die Rothschilds häuften Millionen an. Dies war das erste Mal in der Geschichte, dass die Rothschilds ihren Verstand und ihr Geld einsetzten, um das Schicksal zweier Länder zu entscheiden. Aber es war nicht das letzte Mal. Die Rothschilds wurden extrem mächtig. Im Jahr 1822 wurden alle 5 Söhne von Meyer Amschel Rothschild zu Freiherren ernannt. Ihr Wappen zeigte 5 Pfeile, die für die 5 Brüder stehen. Die Rothschilds waren auch die allerersten Juden, die in Großbritannien den Titel eines Lords erlangten. Stellt euch einmal vor, eine unbedeutende jüdische Familie, die in den Slums begann, wurde mächtig genug, um die Wirtschaft Europas für mehr als 200 Jahre zu kontrollieren. Die Banken waren nicht der einzige Weg, auf dem die Rothschilds ihren unglaublichen Reichtum anhäuften. Nach dem Ende der Kriege begann die Familie in die industrielle Revolution zu investieren, indem sie Aktien in den Bereichen Metallurgie, Kohle und Eisenbahn kauften und finanzierte. Im Jahr 1873 kauften die Rothschilds Aktien von Rio Tinto, der größten Kupfermine Europas. Mit so viel Geld in der Hand setzten die Rothschilds sich auch für den Wohlstand der Gesellschaft ein. Im Jahr 1852 gründete Baron James de Rothschild das Hospital Foundation de Rothschild in Paris. Am 15. Juni 1869 gründete Ferdinand de Rothschild das Evelina Krankenhaus, dem bald darauf weitere gemeinnützige Krankenhäuser folgten. Die Vorliebe der Rothschilds für einzigartige Kunstwerke führte dazu, dass sie Tausende von unglaublichen teuren Gemälden kauften. Ein Rothschild alleine besaß mehr als 5000 Kunstwerke. Das britische Museum, The Waddesdon, beherbergt Rothschilds spektakuläre Sammlung von Gold- und Silberkunstwerken. Der Louvre, eines der schönsten Museen in Paris, besitzt ebenfalls 40.000 Drucke und 6.000 Zeichnungen, die von einem der Rothschild-Baronen gesammelt wurde. Obwohl sie Juden sind, haben die Rothschilds mehr als 5 Milliarden Dollar an Kirchen des Vatikan gespendet und auch die persönlichen Reisen von Papst Franziskus gesponsert. Der ungeheure Reichtum der Rothschilds hat sie zu Tausenden von Verschwörungstheorien veranlasst. Die absurdeste davon besagt, dass Rothschilds 500 Billionen Dollar besitzen. Laut dem Forbes Magazine verfügt die Familie Rothschild über ein monatliches Einkommen von 8 Milliarden Dollar und ein Gesamtnettovermögen von 500 Milliarden Dollar. In den nächsten Jahren wird das Vermögen der Familie voraussichtlich 1 Billion Dollar erreichen.
Einige Leute glauben, dass die Rothschild dieses Geld durch die Hingabe an den Satanismus erwirtschaftet haben. Es wird auch geglaubt, dass die Rothschilds Illuminaten sind und daran arbeiten, die neue Weltordnung zu schaffen. Andere Leute spekulieren auch, dass die Rothschilds den Holocaust im Zweiten Weltkrieg geplant haben, um den Menschen klarzumachen, warum die Juden den Staat Israel dringend brauchen. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Rothschilds ganz normale Menschen sind, die ihren Verstand genutzt haben, um Geld zu verdienen. Die Familie hat immer hart für Geld gearbeitet, wie die Investitionen der letzten 10 Jahre beweisen. Im Jahr 2011 ging Domaines Baron de Rothschild, Eigentümer von Chantal Lafitte, eine Partnerschaft mit einem chinesischen Unternehmen ein und begann mit der Entwicklung seines ersten chinesischen Weinbergs in der chinesischen Provinz Shandong. Das Projekt produziert 120.000 Flaschen Wein pro Jahr. Die Familie besitzt bereits Weingüter in Frankreich, Italien, Südamerika, Südafrika und Australien und kontrolliert über 70% des gesamten in Europa verkauften Weins auf direktem sowie indirektem Weg. Im September 2016 gab Rothschild & Co. die Eröffnung einer Niederlassung in Chicago bekannt, was das kontinuierliche Wachstum von Rothschild Global Advisory in Nordamerika widerspiegelt. 2017 erwarb Rothschild & Co. die familienkontrollierte französische Privatbank Compagnie Finance Martin Maurer. Damit wurde Rothschild & Co. zu führender Privatbank in Frankreich. Im selben Jahr eröffnete Rothschild Global Advertising eine neue 100%ige Tochtergesellschaft in Tokio. Heute besitzt die Familie Rothschild über 800 Immobilien in England, Frankreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern. Der Gesamtwert all dieser Immobilien beträgt über 36 Milliarden Dollar. Die Familie besitzt außerdem 55 Luxusjachten, 10 Privatjets und 13 Fünf-Sterne-Hotels. Ihre Bargeldreserven von über 50 Milliarden Dollar werden in den Rothschild-Banken weltweit aufbewahrt. Die Rothschilds haben auch Unmengen von Geld in Aktien investiert. Die Familie besitzt Aktien von allen großen Unternehmen der Welt. Darunter sind Meta, sprich Facebook, Apple, Berkshire Hathaway, Amazon, Visa, Starbucks, Bloomberg, Bank of America und Helvet Packard. Die Rothschilds sind auch in der Tech-Welt nicht weit entfernt. Die Familie besitzt Bitcoins im Wert von 14 Millionen Dollar. Was mit einer kleinen Bank in Frankfurt begann, ist heute ein Imperium von mehr als 25 Banken und Investmentgesellschaften in der gesamten Welt. Die Rabobankengruppe, die führende Investment- und Privatbank in den Niederlanden, ist ebenfalls im Besitz der weltweit führenden ersten Bankendynastie. Die ersten Mitglieder der Rothschild-Familie sind zwar tot, aber ihr Erbe ist geblieben. Obwohl sie extrem reich sind, führen die Rothschilds kein auffälliges Leben. Man kann einen gewöhnlichen Menschen nicht von den Rothschild-Erben unterscheiden, weil diese Leute in Person ganz gewöhnlich aussehen. Ihre Geheimhaltung hat es uns schwer gemacht, zu entschlüsseln, was die Familie bis heute macht oder wie hoch das Vermögen jedes Einzelnen ist. Nach umfangreichen Recherchen haben wir eine Liste der reichsten Rothschilds erstellt, die heute noch leben. Nathaniel Philipp Rothschild. Nathaniel wurde am 12. Juli 1971 im Vereinigten Königreich geboren. Als Sohn von Jakob Rothschild, dem 4. Baron, ist er der nächste Erbe des Titels. Nathaniel schloss seine Ausbildung am Eton College und an der Universität Oxford ab und trat in die Gesellschaftswelt ein. Mit dem Wissen seiner Vorfahren gründete er Articus Capitalis, ein Wall Street Hedgefonds, der im Jahr 2000 ein Vermögen von 312 Millionen Pfund verwaltete. Einen großen Teil dieses Geldes hat Nathaniel auch in Kohleminen in aller Welt investiert. Er ist der größte Aktionär von Volex, eines in Manchester ansässigen Herstellers von Elektrokabeln. Die Glencore-Anleihen im Wert von 40 Millionen Dollar sind eine weitere kleine Ergänzung zu Naths Vermögen. Das Nettovermögen von Nathaniel Rothschild wird heute auf 1 Milliarde Pfund geschätzt. Gerüchten zufolge steht dem Milliardär eine Erbschaft in Höhe von 40 Milliarden Dollar bevor, die in Schweizer Banken angelegt ist. Ariane de Rothschild. Ariane heiratete Benjamin de Rothschild im Jahr 1999. Nach seinem Tod erbte Ariane das gesamte Vermögen, das ihr Mann angehäuft hatte. Benjamin war der reichste Rothschild seiner Zeit und überließ seiner Frau die Verantwortung für seine 1,5 Millionen Dollar. Ariane de Rothschild beschloss, das Erbe ihres Mannes fortzuführen und wurde die erste Frau, die die Geschäfte des Rothschild Bankeninstitut leitete. James Rothschild. James Rothschild wurde als Sohn von Amschel Rothschild geboren, einem der reichsten Mitglieder der britischen Familie. Nach Abschluss seiner Ausbildung begann James Rothschild für die eines der größten Bankenunternehmen der Welt zu arbeiten, Rothschild Asset Management. James ist außerdem Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter von Truro Partners, einem globalen Wachstumstechnologieunternehmen. Seine Heirat mit Nikki Hilton, einer reichen Erbin der Hilton-Familie, steigerte sein Vermögen noch weiter. Während James' Nettovermögen rund 1,5 Milliarden Dollar beträgt, wird das Vermögen seiner Frau Nikki auf 60 Millionen Dollar geschätzt. Jakob Rothschild.
Der vierte Baron Rothschild ist 86 Jahre alt und quicklebendig. Er ist ein erfolgreicher Investmentbanker, der für verschiedene Londoner Banken gearbeitet hat und an Investmentfonds, Vermögensverwaltungsunternehmen sowie Öl- und Gasunternehmen beteiligt ist. Jakob ist auch Vorsitzender von RET, Capital Partners PLC, einer der größten an der Londoner Börse notierten Investmentgesellschaft, mit einem Nettoinventarwert von rund 2 Milliarden Pfund. All seine harte Arbeit hat ihn zu einem Vermögen von 5 Milliarden Dollar verholfen. Jakobs Liebe zur Wohltätigkeit hat ihn zu einem engen Freundeskreis mit einigen der einflussreichsten politischen Persönlichkeiten gemacht, David Meyer de Rothschild. Die Rothschilds sind als Finanziers und Investmentbanker bekannt. Aber dieses Familienmitglied ist aus ganz anderem Grund beliebt. Von Tag 1 war David Meyer de Rothschild nicht an seinem Familienunternehmen interessiert. Also ließ er all seinen Reichtum hinter sich und wurde ein weltweiter Abenteurer, um jungen Menschen für die Umwelt zu sensibilisieren. Heute ist er in aller Munde, weil er den Pazifischen Ozean auf einem Plastikboot aus Plastikwasserflaschen überquert hat. Damit wollte er Bewusstsein für die Verschmutzung unserer Ozeane durch Plastikmüll verschärfen. Das gesamte Nettovermögen von David Meyer de Rothschild beläuft sich auf 10 Milliarden Dollar, wovon der größte Teil auf das seinem Vater geerbte Geld entfällt. Sir Evelyn de Rothschild. Der 90-jährige Evelyn de Rothschild ist vielleicht der reichste Mensch Großbritanniens. Seine Karriere begann 1968, als er zum Direktor des in Paris ansässigen Unternehmens de Rothschild Ferres ernannt wurde. Von da an gab es für ihn keinen Halt mehr. Eine Sache, die ihn von anderen Rothschild unterscheidet, ist seine Liebe zu Pferden. Evelyn wurde Besitzer von Vollblut-Rennpferden und war jahrelang Vorsitzender der United Racings. Heute ist Evelyn als ein britischer Finanzier bekannt, der ein erstaunliches Vermögen von 20 Milliarden Dollar angehäuft hat. Dies ist die Geschichte einer bescheidenen jüdischen Familie, die es mit vereinten Kräften zur größten Bankendynastie der Welt gebracht hat. Die Rothschilds sind nicht mehr so einflussreich wie im 19. Jahrhundert, aber ihre Namen genießen auch heute noch großen Respekt und Macht. Wenn du also auch eines Tages so reich werden willst wie die Rothschild, dann abonniere unseren Kanal und vergiss nicht, die Gefällt mir-Button zu klicken, um mehr solcher Videos zu sehen. Macht's gut, Leute. Ciao.